Also wir sind jetzt gerade hier in der Schwarzbach und das ist eine Ecke in Wuppertal, die man irgendwie so als Schandfleck bezeichnen könnte. Hier sind total viele heruntergekommene Häuser und das hat sich auch nicht so stark verändert. Also schon seit meiner Kindheit war es so, wenn ich hier meine Freunde besucht habe, ich hatte auch während des Studiums einen Bekannten, der da vorne links gewohnt hat. Und als ich meinen Eltern gesagt habe, so, ja, ich gehe da heute einen Freund besuchen, war das schon so, oh, und wie kommst du da hin? Und wie kommst du wieder zurück? Sollen wir dich fahren? Weil da schon so, lauf bloß nicht über den Berliner Platz, lauf nicht alleine die Schwarzbach hoch. Ich habe es dann trotzdem gemacht und das war natürlich überhaupt nicht schlimm und auch nicht gruselig oder so. Genau, also meine ganze Familie kommt aus Wuppertal und ich bin hier in Wichlinghausen aufgewachsen und habe meine ganze Grundschulzeit hier verbracht. Mein Name ist Barbara Binner und da ich hier in der Schwarzbach 174 vor 79 Jahren, fast 79 Jahren, also 42, geboren bin, kann ich also viel erzählen. Ja, ich habe 81 das ersteigert. Mit dem Nachbarn, dann haben wir uns getrennt und dann hatte ich 20 Jahre hier eine Spielhalle und der Vertrag lief 2008 aus und dann bin ich, 1998 habe ich die Galerie hinten gemacht, Kunst in der Fabrik und dann bin ich nach vorne gegangen. Ja, fühle mich sehr wohl. Ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen, aber das liegt natürlich daran, dass ich viel Platz habe, dass ich eine große Wohnung habe. Nach hinten raus habe ich eine Dachterrasse über der Fabrik mit 100 Quadratmetern. Ich sehe die Sonne in der Sonnenstraße aufgehen und wenn ich Zeit hätte, könnte ich einen Liegestuhl nehmen und mit der Sonne wandern, die da rumwandert und nachmittags dann hier drauf scheint. Das sehen natürlich die vielen, vielen Leute nicht, die sagen, was, du wohnst in der Schwarzbach? Ich würde mich schämen, dass ich in der Schwarzbach wohne. Also selbst meine Freunde und Verwandte haben da kein Verständnis für, aber die haben nicht die Beziehung dazu. Ja, weil die natürlich in den Medien Negatives hören. Vor einigen Jahren stand sogar in der WZ Negatives. Und wenn in den Medien dann Negatives steht, dann glauben das ja auch viele Leute. Wenn man Schwarzbach eingibt und das googelt, dann kommt zwar wie immer zuerst Wikipedia, aber dann kommen halt auch eben 5000 Einträge. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber aus der WZ, aus der Rundschau und so weiter. Und das sind halt alles nur Negativbeispiele, wirklich eins nach dem anderen. Und dann ja, hat man halt direkt so ein Bild von dem Viertel im Kopf und dann will man hier weder hin, noch will man hier eine Immobilie kaufen oder hier dann ein Geschäft aufmachen. Ich bin der Mohamed, 21 Jahre alt, gebürtiger Holländer. Ich bin seit 5 Jahren hier in Wuppertal. Ich habe 2 Jahre hier an der Schwarzbach verbracht, genau da vorne an der Weilstraße. Ich persönlich finde die Gegend gar nicht so schlimm, wie das jetzt in den Medien so vorgestellt wird. Weil ich das, wenn man das mit anderen Großstädten vergleicht, deutschlandweit, das natürlich viel schlimmer ist. Wir haben natürlich auch hier und da mal Kleinigkeiten, was Drogen, was Diebstähle angeht. Aber ich persönlich finde, dass es eine Gegend ist, wo es richtig multikulturell ist, wo alle Nationalitäten so zusammenleben, halt friedlich, alles so beim Alten, das eigentlich ganz normal klappt. Ja, also als Kind habe ich mich hier sehr wohl gefühlt, pudelwohl. Und jetzt wohne ich in Elberfeld. Ich glaube, das sagt schon ziemlich viel aus. Ich bin ja nicht da geblieben, wo ich aufgewachsen bin. Und das war auch eine ziemlich bewusste Entscheidung, weil sich im Viertel einfach wahnsinnig viel verändert hat. Und irgendwie dann so war, ja, irgendwie, du musst nach Elberfeld. So, da spielt das Leben, da ist das Zentrum, da sind die jungen Leute. Und ja, deswegen bin ich nach Elberfeld gezogen. Und ich würde auch ganz ehrlich sagen, dass wenn ich jetzt in meinem alten Viertel hier wohnen würde, würde ich mich nicht so wohlfühlen, glaube ich, wie da, wo ich jetzt wohne. Und das finde ich super schade.
Also ich finde, Veränderung hat immer was Positives, meistens auch Negatives. Aber was sich verändert hat, also als Kind, ich konnte einfach mir einen Euro schnappen von meinen Eltern und selbst runter auf die Straße, einmal über die Straße, und da war eine Metzgerei, da habe ich immer ein Stück Wurst auf die Hand gekriegt, da war eine Eisdiele, da war ein Pizzabäcker, da war, was war da noch, eine Bäckerei. Da waren super viele Geschäfte, super viele Leute, zu denen man fast jeden Tag Kontakt hatte. Also ich kannte die aus der Metzgerei, also die kannten mich, ich kannte die, die oben im Plus gearbeitet haben, das ist der alte Supermarkt. Ja, das ist es, hier waren früher zig Geschäfte. Als ich 14 war und konfirmiert wurde, da war da gegenüber, wo jetzt der Italiener auf der rechten Seite war, ein kleines Textilgeschäft. Und man kaufte ja da um die Ecke rum. Was ich auch so wahrgenommen habe, ist, dass ganz viele, wo früher tolle Schaufenster waren von den Läden, sei es die Schneiderei oder die Eisdiele, dass die halt rausgenommen worden sind und zugemauert und dass man da halt Wohnungen reingemacht hat. Und ich finde, das nimmt irgendwie so das Einladende aus einem Viertel, weil wenn man durch die Straßen geht und man hat Schaufenster und man guckt überall rein und man sieht das Leben und die Leute und man kennt sich und dann wird es zugemauert, dann hat das direkt so eine Anonymität in einem Viertel. Also wenn ich den Leuten von der Schwarzbach erzähle, dann erzähle ich ihnen, ja, also Schwarzbach ist sehr runtergekommen, ist auf gut Deutsch gesagt ein sozialer Brennpunkt. Ist auch sozial schwach, hier leben auch viele sozial schwache Menschen. Also hier leben Menschen mit Migrationshintergrund, hier leben Deutsche, hier leben Drogendealer, hier hast du wirklich alles. Hier hast du wirklich alles. Und ich weiß nicht, also für mich ist es immer noch ein unbekannter Fleck. Und wenn du hier durch die Gegend läufst, dann merkst du, dass hier irgendwas anders ist. Also dass irgendwas anderes, was Wuppertal nicht hat. Ich meine, wenn man das jetzt mit dem Berliner Platz vergleicht, ist das nochmal eine andere Liga. Das erinnert mich wie in Paris, die Banlieues. Genau, die Leute werden vernachlässigt, die werden so zur Seite geschubst. Ja, Schwarzbach. Bisschen nicht ruhig. Gefährlich ein bisschen. Aber Schwarzbach, viele Leute, arme Leute leben in dieser Straße. Ich war seit 3 Jahren hier bei der Zahne. So viele arme Kinder. Und kann ich. Von der Regierung guckst du nicht hier Schwarzbach, was fehlt, was nicht fehlt. Und nur kommen ein bisschen. Von der Stadt nur kommen, wenn sie mich Strafe schreiben, von Auto und von da. Wegen so Stadt war immer hier. Selbst die, sagen wir mal, die langansässigen, wie sagen wir, ausländischen Mitbürger, die es zu was gebracht haben im Laufe von 20 Jahren, die möchten hier nicht wohnen. Die wohnen lieber woanders. Und das ist das Problem. Das ist wie eine Spirale. Dadurch, dass so viele Flüchtlinge gekommen sind und dadurch, dass dann das Jobcenter dringend Wohnungen brauchte und sicherstellte, dass sie direkt die Wohnung, die Miete geht am Vermieter, da ist alles leere. Bedient worden, aber wie sehen die Wohnungen teilweise aus? Aber das Jobcenter war eben froh, dass sie eine Wohnung haben. Und das ist natürlich, was früher nicht war. Das ist es jetzt in den letzten Jahren, sagen wir mal. Weil die alten Eigentümer, die hatten ja nicht das Geld, um zu modernisieren. Das Viertel ist ein sogenanntes Transitviertel. Also genau wie Sie auch gesagt haben, hier waren sehr viele Flüchtlingsunterkünfte und sind auch immer noch. Und dann war das hier so, dieser Bereich, das Viertel, die erste Anlaufstelle, wo Wohnungen frei waren, die dann eben von Migrant und Migrantinnen bezogen worden sind. Und meistens war dann immer die Perspektive, okay, so schnell wie möglich wieder weg hier. Woanders hin, sei es nur in Wuppertal oder in ganz Deutschland oder Europa. Und das ist eben das, was diesen Transitbereich hier auszeichnet. Niemand will hier wirklich lange bleiben. Und hier ist viel Fluktuation, viel Zuzug, aber auch viel Wegzug. Und da, dass sich da eben Strukturen etablieren und auch eine Kultur, ist ja super schwierig. Ich habe nicht gesehen, viele, viele war, rumänische Familie war hier. Immer war wegen meiner Kunde. Aber jetzt nicht mehr. Ich weiß, viele weg. Viele wissen, von Schwarzbach weg. Ich weiß es nicht. Ehrlich. Viele sagen, Schwarzbach gefährlich.
Ich habe selber 3 Jahre hier. Ich habe keine Probleme. Ich habe nicht gekriegt, was Probleme oder so. Und wir arbeiten normal immer bis Nacht, bis morgen früh 4 Uhr. Also die Schwarzbach, genau, ich habe das ja gerade mit den Banlieues in Paris verglichen. Da werden die Menschen ja auch alle da reingeschubst. Die werden irgendwo hineingesteckt. Und ich glaube, die Menschen wollen das auch nicht. Und so, wenn die Menschen jeden Tag aufstehen und sich denken ein bisschen, ja, ich muss jetzt zum Jobcenter, ich muss zum Arbeitsamt, ich muss Wohngeld beantragen, ich muss dies beantragen. So, ich kenne das auch von meinen Eltern. So, dann denke ich, die drehen sich in so einem Kreis. Weil im Hinterkopf haben die immer noch dieses, ja, wenn ich jetzt irgendwas mache, dann werde ich abgeschoben. Ich brauche einen deutschen Pass. So, einfach dadurch, dass sie sich in diesem Kreis bewegen, sehen die, glaube ich, nichts Neues. Die sind immer da drin gefesselt. Die Menschen denken sich dann, ja, wir werden nicht vergessen. Wir werden doch noch irgendwo von gewissen Menschen gesehen. Und ich glaube, das kommt eigentlich ganz gut. Also ich meine, das Gelände hier und das Gebäude dahinter, dahinter befindet sich das Jobcenter. Das ist auch nochmal ein verlassenes Gebäude. So, ich finde gut, dass hier was Neues passiert und quasi Neuanstrich. Wenn ich jetzt, wie ich gerade gehört habe, das hier manchmal als Angstraum beschreibt von Wichlinghausen, muss ich sagen, dass mir das hier sehr friedlich vorkam und ich das nicht damit identifizieren kann. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man hier lebt, wen man dann hier kennt. Aber mir schien die Menschen, die ich gesehen habe, jetzt auch nicht aggressiv oder wenn man die begegnet, man ist halt mehr so getrennt, jeder geht so seinen eigenen Weg. So ist es, so kommt mir das mehr vor und ich glaube, wenn man hier jetzt mit niemandem stresst oder so, dass man hier auch keinen Stress erlebt. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass hier keiner sich diskriminiert fühlen sollte. So, es gab keine rassistische Gewalt, keinen Überfall und sowas. Heißt, ich denke, okay, wir reden jetzt über lebensbedrohliche Situationen oder so. Gar nicht der Fall. Ich finde, man kann hier eigentlich ganz normal sein Leben führen. Ich will selber viele, viele mit älteren Leuten helfen. Manche Leute haben ohne Spaß. Ich sage nicht, aber ich weiß, viele Arme leben hier. Viele Leute haben kein Geld. Bitte eine Döner und ich sage bitte, egal welche, schwarze, weiße, für mich erster Punkt, Mensch heißt Mensch. Erster Punkt. Blonde oder schwarze oder weiße, egal. Hunger, ich selber. Ich glaube auf jeden Fall, dass es besser werden kann, also was Sicherheit angeht, was Infrastruktur angeht. Hier sind auch viele Bauarbeiten, das ist auch das Problem, wenn man zum Beispiel mit Bus oder Auto fährt und wartet ein paar länger. Für mich ist alles Frage der Zeit, aber hineingeschossen würde ich sagen, dass eigentlich es gar nicht so schlimm ist, wie andere das halt interpretieren. Infrastruktur, Sicherheit, ja, aber ich finde es auch gut, wenn was für die Jugendliche passiert. Ich finde halt so, dass die Jugendliche sind die Menschen für morgen. Ich finde halt, dass wenn die eine Chance kriegen, halt so eine Ausbildung zu finden oder halt irgendwelche Projekte haben, so wie jetzt bei Aura, was wir jetzt haben, dass wir auch eventuell sagen können, okay, dass das was für uns ist, aber auch halt für die Nachbarschaft. Mit 12 schon am Laufen für die Ticker am Block. Bekam so selbst was zu rauchen, war ein sicherer Job. Verdammt, es gab kein Taschengeld, doch mir wuchs aus dem Taschengeld. Und mit 18 machte ich dann mit Hazen Taschengeld. Habe grenzübergreifend. Also, wir sind hier bei Agora. Man kann hier sprayen, man kann hier tanzen, man kann hier rappen, man kann hier Poetry Slam machen, man kann alles Mögliche eigentlich hier vortragen. Wir sind jetzt Agora-Start, sehr viel Neues geschafft in der neuen Stadt. Neuer Job und neue Plätze, wo du mich jetzt finden kannst. Neue Freunde, mit denen ich durch Scheiße gehe. Neue Pfande wünsche mir nur das schlechte Leben. Aber scheiß drauf, ich hab schon viel gesehen. Ja, ich hab schon viel gesehen. Wir versuchen halt, unseren jugendlichen Geist hier ein bisschen nach Wichlinghausen zu bringen. Hier gerade im Moment nach Schwarzbach. Die Agora jetzt im Herbst findet hier statt. Vorher waren wir beim Bob Campus. Das ist eine andere Stelle in Wichlinghausen und wer weiß, wo wir das nächste Mal sind. Oder vielleicht sind wir wieder bei den alten Stellen. Auf jeden Fall versuchen wir hier den Stadtteil ein bisschen zu beleben und ein Angebot hier zu schaffen für die Leute. Wir sind ein, größtenteils würde ich fast sagen, Hip-Hop-Projekt. Also irgendwie subkulturelles Projekt hier, was sich mit
ja, kreativen Ausdruck beschäftigt. Der Grundkern des Hip-Hops ist ja, die Message rauszubrüllen. Also so wie früher schon die Leute in irgendwelchen Ghettos oder in der Bronx, die haben halt versucht, die Leute aus der Oberschicht zu erreichen oder die Politiker oder die Leute, die wirklich was verändern konnten. Und sie wurden halt nie ernst genommen. Und irgendwann haben die angefangen, ihre Texte, ihre Message auf Beats zu rappen, auf Takt rüberzubringen. Und ich glaube, das greifen wir hier sehr gut auf, indem wir die Thematiken besprechen. Und ja, deswegen, ich finde die Agora auf jeden Fall sehr cool, weil es halt so einen krassen Bezug zum Kern von Hip-Hop hat und nicht mit dem Hip-Hop, was wir vielleicht heute kennen, aus den Charts oder aus dem Radio. Also der erste Eindruck, als ich hier auf die zweite Agora, auf den Ort von der zweiten Agora gekommen bin, war, okay, das ist neu, es ist überhaupt nicht gleich wie wo wir waren. Es ist vor allem komplett unberührt gewesen, also einfach nur verfallene Häuser und eine Fläche vorher, wo wir waren. Da war schon Kultur, da war schon, waren schon Projekte und man hat das gesehen. Da war schon alles schon so vorbereitet, dass man dort direkt eine Bühne hatte. Es war direkt klar, wo was hin konnte. Und hier haben wir halt einfach nur eine Halle gehabt, mussten das erstmal entdecken. Das heißt, hier war eine richtige Observationsphase am ersten Tag, eine Aufbauphase, wo wir hier uns erstmal einleben mussten. Vor allem im Schwarzbach ist nicht viel los, außer dass hier halt die Leute leben und hier um die Ecke dann Supermärkte kommen. Und vor allem hier in die Straße Schwarzbach hoffen wir, ein bisschen Leben reinbringen zu können. Wir dokumentieren das alles, wir filmen alles, wir nehmen alles auf, sodass wir das letzten Endes zeigen können und zeigen, dass auch hier in so einem Stadtteil, den man eher nicht mitkriegt, als jetzt zum Beispiel Elberfeld, wo man täglich hingeht, um einzukaufen oder so, dass hier Kultur entsteht und passiert. Wir versuchen jetzt einfach, eine neue Welle hier reinzubringen, neuen Wind, ein bisschen coole Beats und vielleicht auch neue Leute hier anzuziehen, dass die sich das anschauen und vielleicht ihre eigene Gegend auch neu erleben.